Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich bin hier in Nenzlingen. Das kennt ihr vielleicht nicht, aber ihr kennt vielleicht die Ricola-Werbung. Hier, genau oberhalb vom Kräutergarten. Und man sieht leider nicht so viel, aber hier wird überall die Kräuter angepflanzt. Und in der Nähe, in Laufen, wird, glaube ich, dann dort die Bonbons, die Kräuterbonbons aus der Schweiz hergestellt. Ja, ich bin jetzt hier eben über Nenzlingen und ja, sehr ein angenehmes kleines Dörfchen. Man sieht es jetzt einfach wegen den Bäumen nicht gerade so gut. Und ja, wirklich eine schöne Gegend. Genau unterhalb von der Eckflue. Da oben war ich im vorherigen Blockpart, genau. Jo, jetzt bin ich hier, ja doch, schon ungefähr eine Viertelstunde runtergelaufen, weil man recht in die Richtung, so von der Eckflue oben in die Richtung und dann wieder zurück recht weit laufen musste. Jetzt gehe ich wieder hoch, aber gehe auf die andere Seite, also quer, also in die Richtung runter, so. Ich bin ja von hier gekommen, so. Und ja, mache so eine T-Form sozusagen. Mit so und links und rechts an den T-oberen Enden oder Anfängen runter noch ein bisschen. Ungefähr so. Ja, und dann bin ich wieder zu Hause bald. Ungefähr eine Stunde bin ich dann zu Hause, wenn ich es gemütlich nehme. Gemütlich und ja, da haben wir noch einen Stein. Cool, ein großer Stein. Das ist ein Felsen sogar. Ein Felsbrocken. Ach schön. Und die Kühe, die Glocken der Kühe, ah, wunderbar. Hey, jo. Ja, ich mache es mir schon recht gemütlich, aber sehr anstrengend für normale, gesunde Menschen. Da ist irgendwas. Man hört irgendwie etwas rascheln, entweder eine Spitzmaus oder eine Eidechse. Jo. Der Wald ist so schön hier, weil es ist Naturschutzgebiet. Also die Menschen machen eigentlich nichts, die Berufe und so. Keine Holzfäller oder irgendwelche Leute, die Holz mitnehmen fürs Lagerfeuer oder so. Richtig toll. Ja, und jetzt sind wir bald dann wieder auf dem Grat oben. Der Eckflue mit blauen kreuzt. Ich werde sicher auch noch unten in der Videobeschreibung, vielleicht auch in die Kommentare für die Handynutzer, natürlich noch ein bisschen die Beschreibung und die Ortsangabe zeigen. Ja, so ungefähr, ja, 12 Kilometer südlich von Basel. Ja, also der Ort heißt hier Nenzlingen, ist relativ klein. Auf der anderen Seite ist Pfäffingen und Aesch, Aesch. Und dann gibt es ja noch Rheinach, wo ich wohne, und Dornach, wo ich gewohnt habe. Und dann haben wir eigentlich schon Basel. Also Rheinach grenzt an Basel und das... Nein, eigentlich nicht ganz, weil Münchenstein noch ein bisschen dazwischen ist, aber Münchenstein ist eher östlich. Ja. Genau. Oh, die Fahne. Krass. Mega viele Fahne. Eide. Und ein Ahornbaum. So, jetzt ist es recht heiß hier. Das ist Nussbaum, Baumnuss oder Walnuss auch genannt. Ja, und überall diese Fichten, die schmecken so stark um diese Jahreszeit, 1. Juni. Jo, ziemlich genial. Ja, ich freue mich hier zu wandern. Es ist wirklich wunderschön. Man sieht, hat nicht so viel Aussicht jetzt, aber das habe ich auf der Eckflue im vorherigen Bad gesehen, gezeigt. Und jetzt nachher haben wir auch noch ein bisschen ja, die Aussicht. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Richtung Basel. Also wir sind oben. Außer es ist ein bisschen anstrengend, weil es so heiß ist. Jo. Da ist auch irgendwas Größeres durchgeschwimmt, aber leider nicht so zu schnell für die Kamera.
wahrscheinlich irgendwie so eine Libelle oder so. Also wo ich hoch auf die Eckflur gerannt oder gejoggt bin, eher, sage ich mal, langsamer. Da bin ich hoch runtergekommen und da muss ich jetzt rüber. So. Also, eben blaue Libellen haben wir hier sehr viel. Auch grüne, größere. Und dann gibt es, glaube ich, noch so silberne, die wahrscheinlich noch größer sind. Also die blauen, die sind auch schon groß. Also sie sehen einfach am schönsten aus. Die kann man halt einfach nicht auf Kamera festhalten. Die sind viel zu schnell. Also wenn sie herumsohren, so müssen einfach in der Luft bleiben. Dann, aber das habe ich einfach nicht getroffen. Ja. Disteln. Das sind, glaube ich, so rosa Disteln. Holz, ganz viel Holz vor der Bude. Also diese Baumstämme sind, glaube ich, ja, man sieht es, die vom Wind einfach zu sehr den Weg versperren. So, die sind hier. Und vielleicht haben wir jetzt gerade hier nicht ein Naturschutzgebiet, aber sieht schon danach aus. Aber die Wege und so, die müssen halt ein bisschen frei sein für die Menschen. Genau. Und sonst ein bisschen Holz verändert man schon. Aber die Natur und die Tiere, also Pflanzen und Tiere, die brauchen halt wirklich, ja, nicht den Menschen. Die können auch ohne Menschen überleben. Der Mensch tut nur eingreifen in die Natur, es kaputt machen. Und ja, die Wanderer und die den Wald anschauen, die natürlich nicht so sehr. Wow. Leider ein bisschen unscharf. Krass. Ja. Kann ich ein Foto machen? Während der Aufnahme? Ich glaube, ich habe ein Foto gemacht, okay. Ich werde noch schauen, wie sie heißen dann. Und ich kann jetzt eigentlich auch noch.